Hallo und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil Zero. Ja, in der letzten Folge wurden wir angegriffen. Billy ist in die Tiefen gestürzt. Und ob er lebt, wissen wir natürlich nicht. Und Rebecca wurde auch angegriffen, aber sie konnte es Gott sei Dank überleben. Und jetzt sind wir hier in einem Werk. Keine Ahnung, was hier uns erwartet. Aber wir werden es herausfinden. So, mal sehen, was uns hier erwartet. Ach du Scheiße. Das geht ja richtig tief runter. Was ist das denn zum Teufel? Noch ist es ziemlich ruhig hier. Das bereitet mir ehrlich gesagt Sorgen. Hier kann ich nichts machen. Da liegt was. Was liegt da? Werkschlüssel. Okay, nehme ich mit. Ich nehme mal sicherheitshalber mal den Granatwerfer, weil ich glaube, hier etwas wird angezeigt. Oh! Ein riesiges, menschenähnliches Wesen wird in bioorganischer Flüssigkeit in der Kapsel aufbewahrt. Das ist nicht gut. Dieses Vieh. Ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken. Aber ich hätte mir eigentlich denken können, dass da was kommt. Aua. Asche zu Asche. Okay, der ist erledigt. Das ist gut. Huiuiui. Ich hasse diese Hunter. Die sind so schlimm. So. Was haben wir denn? Werkschlüssel? Und ich glaube, ich weiß auch, wozu der gut ist. Dafür müssen wir hier rein. So, wie sieht es eigentlich mit... Okay, ich bin gesund. Ist gut. Die Magnum habe ich hier liegen lassen, weil mir aufgefallen ist, wir haben ja gar keinen Platz, um irgendwas zu machen. So. Ein Bedienfeld. Ja. Dafür sind Schüsse nicht automatisch ein. Da muss ich auf Verwenden klicken. Das sieht mir aus wie eine Kampfarena, wenn ich ganz ehrlich bin. So, wie viel Platz habe ich denn? Ich habe zwei Plätze. Gut, die Magnum lasse ich, wie gesagt, erstmal hier liegen. Ich nehme das hier mit, die Granaten. Die helfen mir nämlich. Dafür bin ich sehr sicher. So, die Klappe bleibt zu. Aber ich glaube, wir kommen eh wieder nochmal zurück durch die Klappe, vermutlich. So, dann gehen wir mal wieder hier runter. Oder hier drauf, was auch immer. Gucken, was hier uns hier erwartet. Ja. Eine Zwischensequenz. Okay, anscheinend war das die Zwischensequenz schon. So, oh mein Gott, ey. Wo sind wir denn hier gelandet? Komme ich hier durch? Ja, hier komme ich durch. Okay, da liegt alles in Schutt und Asche. Da ist ein Lift. Okay. Da funktioniert zurzeit nicht. Okay. Junge, 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 was ist das hier?
Da liegt irgendwas da hinten. Auf der Tür steht Sicherheitsraum. Wir brauchen sie nicht zu suchen. Warte mal, ist die offen? Ist das überhaupt eine Tür? Okay, ist die Tür, aber brauchen wir auch nichts zu suchen. Are you okay, Rebecca? Where is everybody? They should have arrived here before me. Haven't you seen them? That's unfortunate. If we go straight from here, we should arrive at an old mansion which Umbrella uses for research. Come on, let's go. Wait, I've got to find Billy. Billy Cohen? You mean you found that criminal? Yes, but we got separated and... No point worrying about him. He won't make it. Come on, let's go. Sir, please. I need to find him. Don't worry, I'll catch up with you. Rebecca, all right. Just be careful. I never saw him again. Damit meinst du sie, den Enrico. Ja, der arme Kerl. Aufzugsschlüssel. Perfekt. Achso, diesen Bereich haben sie schon durchsucht. Okay. Okay. Dann müssen wir halt zum Aufzug anscheinend. Huch. Anscheinend laufe ich hier ein bisschen betrunken. Hä? Okay. Ah, da. Okay, da ist der Schatten. Ich wollte schon gerade sagen. Also, Schlüssel doch, meine ich. What is that? Hallo. Alter, ist der ekelhaft. Und er hat dann auch zu kaputt gemacht. Alter, der zuckt ja richtig eklig. Oh fuck, Bossfight. Oh je. Aua, aua. Alter. Aua. Ich glaube, hier werde ich sterben. Wann denn da Wahnsinn? Irgendwie... Komm, ich stehe nicht raus. So. Feierabend steht da als Errungenschaft. Ja, schön wär's. Junge, ey, der hat uns richtig voll gegen die Wand geklatscht. Dagegen, also gegen die Trümmer. Der hat uns, ey, der hat uns, eigentlich waren wir tot. So. Wenn seine Ebene aus. Gut. Gehen wir mal Level 4. Ich fange erstmal. Oh. Playtime is over. You and your friends no longer amuse me. Good riddance. Now nothing will stop me from getting my revenge. Okay. Guck mal hier bei Level 4. Scheint ja schon mal richtig zu sein, laut der Szene. Billy!
Oh shit. Das geht ja richtig gut ab hier. So, wie sieht's aus mit... Nee, das ist ja die Map. Sorry, vertippt. Oh, wir sind Warnung, orange sind wir. Gut, den Granatwerfer behalte ich schon erstmal in der Hand. Gehen wir mal hier rein. Gucken, was hier uns erwartet. Okay, hier ist das Benzin. Oh Gott sei Dank, hier liegt Heilung. So, jetzt sind wir wieder gesund, perfekt. Liegt Munition. Das nehmen wir gerne mit. Okay, jetzt ist die Schreibmaschine. Was ist das? Stromzufuhr für den Dammbereich. Punkt für Strom angeben. Jeder bis zu Zeitpunkt entfernt. Jeder bis zu Zeitpunkt entfernt. Hä? Jeder bis zu Zeitpunkt entfernter Ort kann mit Strom versorgt werden. Punkte wechseln? Ja. Mal. Huch. Hä? Warte mal. Ja. Schön wissen. Ah, okay. Es ist also wieder ein Rätsel. Okay. Gut. Ein kleines Rätsel wieder zwischendurch. Ja. So, jetzt muss ich gerade überlegen. Also den würde ich machen. Okay. Nein. Den hier. Nee, warte, ist schon wieder falsch. Okay. Es ist komplizierter, als ich dachte. Gut, eigentlich ist es nicht kompliziert. Ich glaube wieder scheiße. Ne, es ist eigentlich ganz einfach. Oh, nein, den wollte ich nicht. Obwohl, er könnte eventuell... Warte mal. Ich nehme mal den. Ne, der war auch falsch. Okay. Also wenn das Rätsel wieder zu lange dauert, schneide ich natürlich wieder raus. F. So, ich muss da gerade überlegen. Den mache ich mal zuerst. Kann man stehen hier? Ja, wir haben es. Wir haben es. Krasse Anlage. Anscheinend wurde die Stromversorgung wiederhergestellt. So, das ist gut. Ich will auf den Monitor gucken. Kann ich das nicht? Ja, kann ich das hier vielleicht? Okay. Gut, wir haben den Strom. Ist der Aufzug. Ich nehme den erstmal. Oh, der fehlt nach unten. Okay, da sind wieder Zombies. Kann ich ja die Pistole erledigen. Nein, zieh auf den. Ich
Okay, das war knapp. So, die sind erledigt. Da ist eine Molotow-Flasche, also so eine Flasche halt. Gut, hier ist eine Tür. Gehen wir mal hier rein. Ich glaube nicht, dass dieser große Typ tot ist. Wir haben es zwar geschafft, ihn zu besiegen, aber ich glaube nicht, dass er tot ist. Oh nein, nicht schon wieder so einer. Aua. Oh, diese Viecher, die hasse ich echt. Toll. Ich bin schon wieder verletzt. Auf Warnung sind wir. Gut, 4 Patronen haben wir noch. Für die Schrot. Für die Schrot, sage ich schon. So. Der hat keinen Griff in der Tür. Okay. Da brauchen wir wohl was. Gehen wir mal hier durch. Das ist die einzige Tür, die geht. Oh, warte mal, da hing eine Karte. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Es geht ja richtig tief runter. Aufbereitungswerkkarte. Gut, von da sind wir durchgekommen. So einen Flip-Automaten haben sie noch nie gesehen. Also ist der kaputt und kann nicht benutzt werden. Okay, gehen wir mal hier runter. Ich hoffe, wir finden Billy irgendwie. Aber anscheinend lebt er noch. Also ich hoffe es zumindest, wenn dieser riesengroße Fisch ihn nicht erreicht hat. So, das ist Heilung. Perfekt. Ich natürlich direkt verwenden. Okay, gelb sind wir. Egal, ist nicht so schlimm. Also, noch ist es nicht schlimm. So. Hier ist doch eine Tür. Auf jeden Fall ist dieser Bereich richtig groß. Gut, die Schrotflintenmunition, dass ich da. Obwohl, nee, warte, schon die mit. Wegen Safe Room oder so, dass wir den denn direkt dabei haben. Okay, da kommen wir nicht weiter. Huch. Da ist das Ventil. Da müssen wir irgendwie rüberkommen. Warte mal. So. Ich glaube, so war das ungefähr. Hallo? Ich hoffe, das ist richtig, wenn ich hier mache. Ach nee, ich glaube. Oh nein, ich habe das falsch gemacht. Ich weiß, was das ist. Ich habe es jetzt gemerkt. Weil, warte mal, hier ist eine kleine Treppe. Also in der Konsole. Nochmal voll. Gut, wir müssen irgendwie das Ventil bekommen. Ja, ich hab's total verkackt. Oder nee, warte mal. Okay. Jetzt kann ich das nicht drehen. Ah, ja, toll, ich hab's blockiert. Moment. Ich muss das mal kurz resetten. Oh, da ist die Tür.
Muss mal kurz resetten, indem ich wieder rausgehe, verdammt. Mein Gott, ey. Oh, hä? Das ist aber nicht der Ort, von dem wir kamen. Okay, ist eine andere Tür, aber macht nichts. Ich will trotzdem das Ventil bekommen. Damit wir die eine Tür da öffnen können. Ah, ich glaube, das kriegt man nur mit Billy hin. Kann das sein? Warte mal, ich probiere mal gleich was. Was ist, wenn ich das jetzt da rechts sehe? Geht das dann? Nee, das geht nicht. Okay. Ich versuche mal, ob ich den Container da schieben kann. Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert, weil Rebecca ja nicht so die starke Person ist. Ich glaube, da brauchen wir Billy dazu. Aber ich kann es ja mal probieren. So, dafür muss ich mal auf die Seite. Nee. Ich habe sogar ein Achievement dafür bekommen. Gut, dann gehen wir halt durch die Tür. Hier können wir erstmal nichts tun. Versuch war es wert. Aber gut, irgendwie ist auch logisch. Ich selber würde auch nicht so riesige Container schaffen zu schieben. Da müsste ich auch ein durchtrainierter Hulk sein, um das zu schaffen. So, dann gehen wir mal hier lang. Reservoir Room. Ob das so gut ist, weiß ich jetzt auch nicht. Oh, habe ich ein bisschen übersteuert? Kann sein, dass ich ein bisschen übersteuert habe. Rebecca, where am I? You're safe now. Are you okay? What could have done this? They must have been used as test subjects in Marcus's research. He must have kept messing around with the mother virus. Billy? Heilige Maria. Sind das hier Leichen? Alter Schwede. Aber gut, wir haben Billy wieder gefunden. Kann ich ja wieder tauschen. Perfekt. Da kann er den Container schieben. Ist hier eigentlich noch was? Ja, hier ist doch die Tür. Gut, hier ist von der anderen Seite verschlossen. Gut, hier kommen wir nicht durch. Wir haben jetzt Billy gefunden. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Jetzt versuche ich natürlich... Oh, habe ich wieder übersteuert? Ich glaube, ich habe übersteuert. So, die Schrotflinte halte ich mal in der Hand. So, jetzt versuchen wir mal das Rätsel zu lösen. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. So. So, I'll go alone. Roger. So, Rebecca macht das da oben. Nee, warte, ich muss ja selber wieder hoch. Sonst hätte ich ja. Stimmt ja. So. Huch. Oh, ich hasse das. Hier ist das beschissenste Rätsel ever. Nein, ich würde da auch nicht hochklettern. Ich würde den schieben. Hallo. So. 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 Ich lasse Rebecca mal hier das bedienen. So, jetzt muss ich da gucken. Ich glaube, ich muss da rechts drehen.
genau. Kann ich nämlich die blaue Kiste, also den Container, kann ich dann in die andere Ecke schieben. Also hier in diese Ecke, wo ich jetzt stehe. Nein. Nein. Du sollst da drüber klettern. Genau. Oh, das hier ist manchmal echt... Huch. So, die Kiste ist jetzt mal aus dem Weg. So. Dann muss ich die hier... Nein. Falsche Kiste. Jetzt lauf doch mal in die Richtung, wo ich dich haben will. Genau. Wie gesagt, die Steuerung ist manchmal echt ein bisschen schwierig. Ich habe wieder ein bisschen übersteuert. Ich weiß da ehrlich gesagt nicht warum. Wahrscheinlich habe ich eine laute Stimme. Ich hoffe, es ist in der Aufnahme alles in Ordnung dann. Oh. Meine Fresse. Achso, warte mal, kann ja nicht gehen. Warte mal. So, jetzt geht's. kann ja mit einer Ecke dagegen. Oh. So. Warte mal. Ich glaube, da müsste trotzdem gehen. Oder? Oh nee. Ich glaube, ich hab's verkackt. Shit. Ich hab's verkackt. Also der Gedanke war richtig gewesen, aber ich hab's verkackt. Moment. Oh nein. Das ist eins der bescheidensten Rätsel ever. Aber wirklich. Das ist wirklich super nervig. Weil man da auch ein bisschen überlegen muss natürlich, aber ist normal, ist ja klar, Resident Evil. So. Auf ein neues. So, jetzt muss ich ja gerade überlegen. Ah. Okay. So. Das ist so scheiße runterzukommen. So. Ich glaube, das dürfte eigentlich reichen. Nein, das war falsch. Ich muss mal Rebecca heilen gehen. Irgendwann. Also das hier will ich auf jeden Fall diesen Part noch machen. So, nach rechts. So. Jetzt dürfte ich es hinbekommen. Theoretisch gesehen. So, die Kiste kommt dahin. So. Und die Kiste schiebe ich ein bisschen rüber. Hey, warte mal, ups. Warte mal, wie mache ich das jetzt am besten? Oh Gott. Ah, Moment, ich hab's. Ich glaube, ich hab's. Moment. So. Ich kann das ja... Ah, nee, ich hab's nicht. Oh, nein. Okay, Leute. Ich mach das jetzt so. Ist ja eh Folgenende. Wir werden uns in der nächsten Folge wiedersehen, hier am gleichen Ort. Ich werde jetzt erstmal hier alles regroup. Okay. Let's split up. Okay. Ich werde es resetten nochmal und dann versuche ich es nochmal. Ich hab's wieder verbockt. Oh Mann, ist das
super nervig. Naja, ansonsten schneide ich das nächste Folge raus, wenn das wieder zu lange dauert. Aber erstmal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, meine Freunde.